long as you are by my side, all along the way. As long as you are in my eye, I can see it through. Hallo Grasach, bei Krosses Deko-Tipps. Bei uns ist tiefster Winter. Heute hat sogar der Niklas schulfrei gehabt, weil die Schulbus stecken geblieben sind. Also das kommt wirklich selten vor. Und wir sind da mein Auto hängen geblieben. Und deswegen machen wir uns drinnen eine schöne Frühlingsdeko, dass wir ein bisschen gute Laune kriegen. Und es geht heute um ein Limonium. Weil ich habe ja vor ein paar Wochen einen Kranz gemacht mit Limonium. Und ich zeige euch jetzt, wie schön das noch ist. Kommt mit, gemeine, dann machen wir was Liebes. Rinder ist einfach gemütlicher draußen, ist halt ein Wahnsinn. Und das will ich sagen, ich tue mir jetzt natürlich schwer, dass ich draußen Materialien suche und schneide und finde. Deswegen habe ich einerseits, weil ich fasziniert bin von Türkranz, dass das Limonium noch so schön ist, weil das ist wochenlang her, dass ich den gemacht habe und der ist wirklich Schnee, Sonne, Regen, allem ausgesetzt und schaut noch so lieb aus. Und deswegen habe ich beim Floristen das Limonium bestellt und ich werde jetzt einfach spontan ein paar Sachen machen, weil ich weiß selber noch nicht genau was, aber bleibt dran, weil es wird sicher lieb. Driving to our memories. Hand in hand, you and me, we were making plans to be forever, babe. I know you don't need me, but I see you and me, we can make it happen. Be my forever, babe. Honey, I mean it.
fertig ist Tipp Nummer 1. Wenn man keine Schnittblumen gerade daheim hat, so wie die Anemonen da zum Beispiel, dann kann man das Ei einfach umdrehen. Dann schaut es genauso leer aus, wenn nur das Limonium ist und das Ei. Und wenn man Schnittblumen daheim hat, dann kann man oben ins Ei was rein da. Es kann natürlich auch Tulpen sein, schaut auch voll schön aus. Und das Limonium, das wird genauso trocknen, wie es da jetzt ausschaut. Das wird sich nicht viel verändern und das finde ich richtig cool. Weil da hat man eine dauerhafte Deko, die man nicht dauernd verändern muss. Also dauerhaft bis nach Ostern halt. Dann sollte man die Eier wieder weg haben. Ja, vielleicht hat wer drei andere überdüpft daheim. Da kann man sich ja irgendwas aussuchen. Genau das hat mir da noch gefällt auf dem runden Tisch. Das schaut doch total, passt perfekt her, finde ich. Was haben wir da jetzt? Ein Mooskranz, also das geht ja auch ruckzuck, ein Strohkranz einfach mit Moos umwickeln. Dann ein Straußenei, das haben wir jetzt da als Blumenvasen und mit Limonium ausgesteckt. Das bleibt ja wieder genau so, wenn man wieder keine Schnittblumen hat, dann dreht man das Ei um, so wie bei den anderen. Ich finde, das ist perfekt. Und wenn man keine Teller hat, dann legt man den Mooskranz einfach so am Tisch.
Ich zwar mal geguckt. Mit Moos arbeiten finde ich richtig cool und das geht immer so schnell und schaut gleich super aus. Also allein so ein Mooskranz ist einfach schief. Take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt your girl. I believe we're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I. Jeep belong to my dad. I know just the thing to do. Don't mind the law, hard on our heels. No one's gonna come for you. I believe we're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger than you and I. I believe. Fertig sind wir mit dem dritten Deko-Tipp mit Limonium. Man kann das auch als, man kann in der Mitte einfach ein Windlicht einstellen, schaut auch voll lieb aus. Ich habe es halt jetzt so gemacht, das ist halt ganz besonders und ziert jeden Tisch, finde ich. Es ist einmal eine andere Tischdekoration, da hat man gleich Kerzen, Kranz, Schnittblumen, alles in einem. Und ist eigentlich ganz leicht zum Nachmachen. Natürlich muss man sich das Limonium kaufen und das Schleierkraut.
Aber das trocknet wirklich voll lieb und das kann man dann wochenlang so stehen lassen. Und das ist ja auch neutral und nicht osterlich. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Freut mich voll. Danke auch immer für die so lieben Kommentare. Ich lese nicht alles, aber fast, glaube ich. Und ich finde das total nett. Vielen danke. Wenn euch meine Deko-Tipps gefallen, freue ich mich, wenn ihr mich abonniert. Dann verpasst ihr kein Video mehr, aber aktiviert vielleicht auch die Glocke, weil ich glaube, dann wird man benachrichtigt. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, weil dann seht ihr auch immer die Neuheiten im Shop und wenn wir ein neues Video dran und ab und zu Behind the Scenes und Verschiedenstes, was die Lea so einfängt, weil sie betreut den Instagram-Account. Was gibt es noch zum sagen? Natürlich freue ich mich voll, wenn ihr bei mir im Webshop schaut, weil natürlich die ganzen Produkte, die wir verwenden, gibt es bei uns im Webshop und wir freuen uns total, wenn uns irgendwas findet. Vielleicht freut sich auch bei unserem zweiten YouTube-Kanal reinschauen, den macht der Markus Burkhardt, mein Mann. Da geht es um Förderung der Artenvielfalt im eigenen Garten, damit wieder mehr Hummeln, Bienen und Schmetterlinge herumfliegen, weil das ist ein massives Sterben, was wir da gerade erleben. Und das ist, die ganzen Beiträge handeln darum, wie man das wieder fördern kann im eigenen Garten. Und das wollte ich auch noch sagen, das Geschäft da am Kürnberg hat immer am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr offen. Da gibt es immer Kaffee und Kuchen. Da freuen wir uns, wenn der vorbeischaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch inspirieren können, irgendwas nachzumachen. Ich freue mich auf den nächsten Deko-Tipp am Mittwoch. Da fällt mir sicher wieder was Gutes ein. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin alles Gute und ciao.